Kollege Augstein, ich habe eine ernsthafte Ankündigung zu machen. Wir befinden uns nunmehr im Klimanotstand. Liebe Millionen Zuhörer und Zuschauerinnen und Leser an den Endgeräten, im Klimanotstand, so hat es das Europäische Parlament beschlossen, festgestellt und verfügt. Und wenn Ihnen jetzt nicht bange wird, dann sind Sie echt vom anderen Stern. Dann leben Sie wahrscheinlich schon in einer anderen Galaxie, wo es keine Klimaerwärmung gibt und so ein Zeugs. So. Hä? Was ist denn mit Ihnen los? Sie sind immer noch in dem Level. Ich bin jetzt in Notstand. Ich bin im Notstandsmodus. Sie sind der kleine Lord im Court heute, aber ich bin im Notstandsmodus. Okay. Nein. Weil das will die Politik offensichtlich haben. Sie sind offensichtlich in so einem postpubertären Stadium, wo Sie die Realität nur akzeptieren können, indem Sie sich darüber lustig machen, weil Sie sonst nicht damit klarkommen. Weil das mit dem Klima ernst ist. Das ist billig. Haben Sie zufälligerweise, was ist der Wert? Nein, wir machen es doch praktisch. Ich habe das schon verstanden. Sie machen sich einfach darüber lustig, dass sozusagen die Politik und die Öffentlichkeit langsam, sehr, sehr langsam, man könnte sagen 20 Jahre zu spät, langsam bemerkt, dass die Lage echt ernst ist. Das ruft bei Ihnen so eine Art suffisantes, praktisch so, weil Sie sitzen quasi in Ihrem geistigen Korbanzug irgendwie vor Ihrem knisternden Kamin, schwenken den Dujardin und sagen, nach mir die Sintflut, oder wie? Nach mir der nächste Dujardin? Nach mir der nächste und dann noch einer. Genau, und die Gläser an die Wand. Nein, Quatsch. Notstand ist für mich... Und darum nehme ich das sehr ernst. Wenn die Lage ernst ist, ist Notstand. Nein, ist Alarmismus. Ah. Da hätte man genauso gut sagen können, das Europäische Parlament muss in der Flüchtlingskrise den Flüchtlingsnotstand ausrufen. Ja. Das haben die zum Glück auch nicht gemacht, weil es nämlich ein Alarmismus ist, der, wie ich finde, dann zur falschen Politik führt. Darum geht es doch. Also es gibt gerade, das Interessante ist ja, dass diese ganzen Sachen, ist ja kaskadenartig, ich möchte fast sagen, nicht kaskaden, Katarakt, also praktisch ein Ding nach dem anderen. Wir lassen das mit den Fremdwörtern, das klappt heute nicht so gut. Klimanotstand ausgerufen worden, jetzt gerade demnächst Klimagipfel und vor ein paar Tagen Klimabericht der Bundesregierung, Bundesregierung. Um Ihnen vielleicht noch mehr Spaß, damit Sie noch schallender lachen können, damit Sie noch mehr Spaß haben. Haben Sie eigentlich ein ganzes Blatt Papier verbraucht für die Vorbereitung? Ja, ein ganzer Baum. Und ich habe nur so ein kleines Stück. Lufttemperatur in Deutschland von 1881 bis 2018 schon um 1,5 Grad erhöht, allein in den vergangenen 5 Jahren um 0,3 Grad. Ja. Das klingt nicht so viel. Wenn Sie aber noch mal nachschlagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, dann werden Sie sehen, 1,5 Grad ist eine Menge und das ist ja auch erst der Anfang. Ich könnte Sie jetzt mit Zahlen zukleistern, um zu sagen, dass das so weitergehen wird und wo wir dann enden. Ich sage Ihnen eine andere Zahl. Und da werden Sie sich jetzt wahrscheinlich gleich schön aufregen. 1881 zu heute, die Lebenserwartung der Menschen. Oh, damals sind die Menschen mit um die 40 im Schnitt gestorben. Das hing mit sehr, sehr hoher Kindersterblichkeit zusammen. Okay. Die 40 im Schnitt. Heute werden die Menschen um die 80. Die Frauen übrigens werden 5 Jahre älter im Schnitt. Einfach so weitermachen wie bisher? Nein, stopp. Ich wusste das genau. Ruhige Hand. Schwarze Null. Ich lasse Sie selbst mit dem Quatsch ausreden. Ich bin heute wirklich in einer derartigen Non-Notstands-Zustand. Ja, obwohl das mit dem Pflaster ist nicht besser geworden seit letzter Woche. Doch, es ist besser geworden, aber das Pflaster ist nicht kleiner geworden. Das heilt bei Ihnen wahrscheinlich nicht. Doch, das ist das Alter. Ja, stopp. Ja. So. Was will ich damit sagen mit der Lebenserwartung? Das hat auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun. Aber das Ganze zeigt, dass natürlich Wohlstand, Wohlstandswachstum zu höherer Lebenserwartung führt. Eine ganze Zeit lang, meinetwegen in Europa, auch zu höherem Energieverbrauch. Das ist jetzt entkoppelt. Energieverbrauch und Bruttosozialprodukt, also Wirtschaftsleistungswachstum, ist entkoppelt. Das immerhin hat die Technik geschafft. Moment. Und wenn Sie den anderen Ländern auf dem Planeten die Gelegenheit geben wollen, die Durchschnittslebenserwartung dort ähnlich zu steigern, wie in Europa das geschehen ist in den letzten über 100 Jahren, 130 Jahren, dann werden Sie sich was einfallen lassen müssen, was anders lautet als, das dürft ihr nicht. Okay. Denn darauf läuft die ganze Greta Thunberg-Geschichte hinaus. Sie sind immer noch auf diesem Lächerlichkeitslevel, dass Sie entweder das Thema Klimakatastrophe zum Witz drehen müssen oder aber sagen müssen, da kommt die Öko-Diktatur, die wollen mir was verbieten. Das heißt, Sie sind immer noch nicht weitergekommen. Können Sie das mal interessant. Das ist jetzt ein ernstes Gespräch. Ja. Ja, es könnte ja das letzte sein angesichts des Klimanotstandes. Ja. Wer weiß das schon? Ja.
Das ist ein ernstes Gespräch, jetzt gehen Sie gefälligst mal auf mein Argument ein. Verbot, das Wort Verbot ist das falsche Buzzword. Sie haben es eben gesagt, dass man mit Verboten nicht weiterkommt. Haben Sie es nicht gesagt? Das haben Sie gehört. Ja, können Sie es nochmal abspielen? Hat der Kollege nicht eben gesagt, ich habe gesagt, man kommt mit Verboten nicht weiter? Welchen Wohlstand haben wir erreicht und damit am Beispiel der Lebenserwartung, der deutlich gestiegenen, fast verdoppelten Lebenserwartung, das illustriert und gesagt, wenn Sie diese Lebenserwartung anderen Regionen der Welt auch zubilligen wollen, dann werden sie ihnen den Wohlstand nicht verwehren können und das wird Energie verbrauchen. Und jetzt erklären Sie mir mal, wie diese Leute verzichten sollen auf Wohlstand, wenn es bedeutet, auf Lebenserwartung zu verzichten. Ah, okay. Und das ist für Sie sozusagen gleichbedeutend mit Fortsetzung von Verbrennen fossiler Energieträger, was zwangsläufig zu einer weiteren Erhöhung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre führt. Bevor Sie jetzt aber reagieren würde, ich hatte ja ganz kurz, ich hatte doch gesagt, dass ich ein bisschen recherchiert habe. Ja, die Internationale Energieagentur hat gesagt neulich, dass der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid im vergangenen Jahr höher war denn je. Er ist 2018 kam 1,9% hinzu. Und übrigens, weltweit, wenn Sie denken, dass dieses Klima, dass das wirklich bei allen Leuten weltweit auch schon so angekommen ist, wir verbrauchen inzwischen 81% der Energie, die wir verbrauchen, kommt aus fossilen Energieträgern. Und im Jahr 2010 waren es, im Jahr 2000 waren es 80%. Das heißt, das steigt sogar noch. Wissen Sie das auch, warum? Es wird immer schlimmer. Wissen Sie auch, warum? Weil die letzte Ökobewegung uns klar gemacht hat, dass wir unbedingt aus der Atomkraft aussteigen müssen. Wissen Sie, wenn Sie schon radikal und disruptiv denken wollen, wie Greta Thunberg es sich wünscht, radikal, jetzt aber wirklich mal Schluss mit CO2, dann müssten wir unsere Atomkraftwerke wieder aufsperren. Stopp! Auch dagegen haben Sie überhaupt kein Argument, genauso wie mit dem Wohlstand. Die Franzosen haben kein Problem mit der Erreichung ihrer CO2-Ziele. Warum? Ja. Weil sie auf Atomkraft gesetzt haben. Und wir gehen raus. Ich habe demnächst ein Gespräch in Köln mit dem Soziologen Armin Nasehi, ein Systemtheoretiker, der folgt Luhmann. Luhmann kann man auch gerne mal googeln, Systemtheorie, Luhmann. Nasehi sagt im Prinzip, da kann man eigentlich nicht so viel machen. Das ist halt so. Quatsch, das sagt er nicht. Natürlich sagt er das. Er sagt, da kann man nicht so viel machen, weil die Gesellschaft kann die Probleme nur mit den Mitteln lösen, die die Gesellschaft zur Verfügung hat. Und da würde ich dazu sagen, aber die Gesellschaft hat ja mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, die Probleme überhaupt erst geschaffen. Da muss sie sich vielleicht neue Mittel suchen. Da würde aber der Systemtheoretiker Alain Nasehi und Luhmann sagen, das System ist aber so, wie es ist und da kann man halt nichts machen. Also, und so sitzen sie hier auch und sagen, man kann nichts machen. Und deshalb kommen Leute wie Greta. Nein, ich mache hier keine Scherze. Deshalb kommen Leute wie Greta und sagen, habt ihr sie noch alle? Seid ihr nicht mehr alle völlig dicht? Ich habe nicht gesagt, das stimmt nicht. Und das sagt Herr Nasehi übrigens, der deutlich schlauer ist als wir beide zusammen. Disruptiv wird ab. Sie sagen, das ist nicht disruptiv. Nasehi sagt, es geht nicht disruptiv. Sie müssen echt mal zuhören. Ich habe gesagt, wenn Sie so disruptiv denken wollen, wie Greta Thunberg denkt oder uns auffordert zu denken, dann müsste es auch erlaubt sein, über Atomkraft nachzudenken. Da ist aber sofort, das machen wir jetzt aber nicht. Komm, also Klima retten, okay, aber Atomkraft, da denken wir überhaupt nicht nach. Und lassen uns noch nicht einmal davon beeindrucken, dass ein Land von der industriellen Struktur wie Deutschland, nämlich Frankreich, seine CO2-Ziele schafft. Und zwar locker, weil die Atomkraft haben. Ja. Darüber darf man aber hier nicht nachdenken. Ja. Wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Schaffen die auch ihre Becquerel- und Jod- und Cadmium-Ziele alle auch? Ich weiß nicht. Werden die auch alle Im Großraum Aachen werden immer Jodtabletten verteilt. Ja. Weil da auf der belgischen Seite der Grenze, worauf in Belgien, jetzt hinaus? Ich verstehe, dass wir Atomkraftwerke abgeschaltet haben, derweil schädrige Alte noch laufen. Stimmt. Und wir diesen Atomstrom auch noch benutzen. Ja. Also es ist mehrfach bigott. Wie ist es in Fukushima kriegen die CO2-Ziele inzwischen auch wieder gut hin? Zwischendurch nicht, weil sie da mal abgeschaltet haben. Dann geht's noch? Ich weiß nicht genau, was wollen Fukushima Sie mir jetzt sagen? Mit den hiesigen Kernkraftwerken zu tun hat. Wir sollten uns nicht mit der Schrotflinte erschießen, sondern mit einem Kleinkalibergewehr, weil es dann schneller geht. Das ist doch irre. Das ist doch nur Wortklauberei. Das ist doch genau der Grund, warum ich finde es echt irre. Ich habe in der letzten Zeit mit Fridays for Future-Aktivistinnen mich unterhalten, zwei verschiedene Gespräche gehabt, sehr, sehr lang. Und ich habe gemerkt, dass diese Frauen, diese jungen Aktivistinnen, für so Leute wie Sie und für Argumente wie Sie haben,
nicht mehr zugänglich sind, weil sie sagen, ihr spinnt. Ist das jetzt mein, ist das Problem meiner Argumente oder das Problem ihrer Nein, das Problem sind ihre Argumente, weil sie, reagieren auf das CO2-Problem mit einem Nuclear Waste Disposal Problem. Wie heißt das? Also wo man praktisch seinen Atomstrahlenmüll... Aber wenn Sie oder manche... Also ein schwer zu lösendes Problem wollen Sie lösen durch ein gar nicht zu lösendes Problem, um es jetzt mal auf Deutsch und klar zu sagen. Das war eine ganz gute Formulierung. Ich glaube nicht, dass das Atommüllproblem unlösbar ist. Viele, viele andere Staaten haben es gelöst. Es ist nur ein Problem, das sehr lange bestehen bleibt, weil das Zeug so lange strahlt. Das glaube ich Ihnen ja sofort. Nur, können Sie dem Kollegen nur noch einmal, wenn Sie mal eine Mail schicken und ihm mal bitten, dass er Ihnen mal die Staaten nennen soll, die ihr Atommüllproblem gelöst haben? Einfach mal ihn bitten. Wenn Sie definieren das Atommüllproblem als unlösbar, weil es so... Nee, jetzt hör mal auf. Das Problem, Atommüllproblem, ist ein sehr, sehr langwierig, weil es so lange, lange strahlt. Aber deshalb ist es ja nicht unlösbar. Wenn Sie es sicher verwahren, ist es doch okay. Bislang ist, glaube ich, ein Atommülllager noch nicht explodiert. Es ist schon mal ein Atomkraftwerk explodiert, schlimm genug. Aber noch einmal, darf man jetzt darüber nachdenken oder darf man das nicht? Das Atom fällt also aus. Wohlstandsvermehrung in den Gebieten, die arm sind, fällt auch aus, weil das ja auch CO2 produziert. Nein. Welche Welt wollen Sie denn? Wir sind doch in Deutschland schon sehr, sehr weit mit dem Anteil an regenerativer Energie. In Deutschland schon. Absolut. Jetzt kommen natürlich Leute auf die Idee und sagen, aber die Windkraftwerke, hier waren zwar Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke und Mülldeponien und so praktisch 500 Meter weit weg von den Siedlungen, aber Windkraftanlagen, das geht überhaupt nicht. 1000 Meter entfernen, wenn da 5 Häuser stehen und so. Und dann schwupp, gucken sich die deutsche Landkarte an. Leider kein Platz mehr für Windkraftwerke. So können Sie es auch kaputt machen. Das steht übrigens 40 Grad. Das finde ich ist ein Städterargument. Tut mir leid. In der Stadt wird natürlich viel Strom verbraucht, aber da dreht sich kein Windkraftwerk. Ja, aber die Straßen werden auf 30 reduziert, auf 30 km/h, damit es schön leise ist. Ne? Leiser wird. Das finde ich ganz toll. Das ist auch so ein Meme, nennt man das heutzutage. Das ist so ein modernes Narrativ. Da werden so Städte gegen Landbevölkerung so ausgespielt gegeneinander. Fragen Sie doch mal diesem Windkraftthema. Fragen Sie doch mal die Bauern auf der Bauernwiese unlängst in Berlin, 5000 Bauern auf ihren Treckern, das war ein schöner Anblick, die sagen, es reicht jetzt, wir können nicht mehr. Wenn ihr wollt, dass es hier Landwirtschaft gibt, Wenn ihr wollt, dass es Landwirtschaft gibt, dann wollt ihr auch, dass es regnet und dass es nicht der Staub wegweht, so wie die Dust Bowls in den 30ern in Amerika, dass die Sonne nicht auf 40 Grad kommt. Das wollen die Landwirte ja auch, oder? Da wissen die Landwirte dann aber nicht ganz genau, was ihnen eigentlich wichtiger ist. Ja, die Landwirte wollen Glyphosat. Zwar schön viel CO2 in die Luft pusten lassen durch die Kühe, aber trotzdem soll es irgendwie regnen. Die Kühe machen kein CO2. Methan. Gut. Okay. Das ist schon was anderes. Ja. Ich wollte ganz kurz sagen, Unite behind science. Was machen Kühe? Unsere Zeit ist um, aber es muss heißen 36 Grad und es wird noch heißer. 36 Grad und es wird noch heißer. Jetzt muss der Kollege auch noch CO2-Abgabe und EMA.